Die häufigste Fehleinschätzung bezogen auf Alkohol, aber auch im Allgemeinen auf Sucht, ist es, dass ich denke, dass wenn ich das Konsumieren von Alkohol oder anderen Substanzen abstelle, dann löse ich ja mein Problem, weshalb ich ja eben trinke. Heute verrate ich dir drei Gründe, warum du höchstwahrscheinlich ganz große Schwierigkeiten damit hast, Alkohol aufzugeben oder andere Süchte oder Abhängigkeitsverhalten. Und ich bin Gabriela und genauso wie in unserem Podcast wartet eine Übung am Ende des Videos auf dich. Folgendes. Ich gehe auf eine Party oder ich muss in die Stadt und nach nur ein paar Stunden verspüre ich das Gefühl, dass ich unbedingt Alkohol trinken muss. Wie kann ich es abstellen? Die häufigste Fehleinschätzung beim Alkohol und im Allgemeinen Sucht ist es, dass ich mein süchtiger Körper daran schuld sei, warum ich immer wieder scheitere. Ich muss es nur wollen und dann kann ich Alkohol und Abhängigkeit widerstehen. Und wenn es nicht geht, dann bin ich ein Versager. Und wir wissen heute, dass 10-50% aller Menschen, die je ein traumatisches Erlebnis haben oder gehabt haben, meist entwickeln ein PTBS und manchmal auch noch andere psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Depression. Aber diese Menschen, wenn man interveniert und sie eine Therapie und Hilfe, Unterstützung erhalten, erholen sich wieder. Die Situation bei uns Traumatisierten sieht schon ganz, ganz anders aus. Warum? Weil wir nicht nur einmalige, sondern eben also frühkindlich, wiederholt und meist auch anhaltende und auch komplexe, also verschiedene Traumatisierungen erlebt haben. Das ist ja auch der Fall bei Misshandlung. In diesem Fall kommt es leider zu langanhaltende und tiefgreifende Verhaltensstörungen. Das heißt, dass hierzu unter anderem Angst gehört, verschiedene Abhängigkeiten, Alkohol, Esssucht oder Selbstverletzung, aber auch Arbeitssucht kann dazu gehören. Und weil ja eben diese Störungsmuster schon so alt sind und eben auch, weil wir das dann auch häufig schon ausgeführt haben, sehr tief eingeprägt sind, diese einfach aufzulösen nicht geht. Hierzu kann ich dir zwei Studien erwähnen. Der amerikanische Wissenschaftler Kenneth Kendler hat man ja schon vor wenigen Jahren eine Studie veröffentlicht, wo man auch nachweisen konnte, dass traumatische Erfahrungen in der Kindheit und Jugend das Risiko einer späteren Abhängigkeitserkrankung, also zum Beispiel Sucht, dreifach erhöhen. Und an der Freie Universität Amsterdam berichtet auch, dass Auswertungen von Studien, die Alkoholerkrankten untersuchten, ergeben haben, dass körperliche sowie seelische Übergriffe in der Kindheit sowohl bei Frauen und auch bei Männern, also egal welches Geschlecht, aber später eine Alkoholabhängigkeit zu begünstigen scheinen. Hier kommt noch dazu, dass wir Traumatisierte auch Begleiterkrankungen wie Angstzustände viel häufiger eben bekommen. Der zweite Irrtum lautet, wenn ich meine Angst unterdrücke, dann wird das schon von alleine weggehen. Und was ist Angst und welche Folgen hat eigentlich diese Emotion? Angst gehört zu den Grundemotionen und dient dazu, dass uns schützt, zu überleben. Und sie geht immer mit einer erhöhten Anspannung einher. Ja,
Wenn du an komplexer PTBS oder PTBS erkrankt bist, dann kennst du sicherlich die charakteristische und sehr typische Angststörung von solchen Menschen, und zwar die Flashbacks. Wie läuft denn das ab? Dabei kommen, das kennst du ja, belastende Erinnerungen plötzlich im Bewusstsein, beziehungsweise die Fragmentierungen von diesen Erinnerungen, und wir erleben sozusagen das Traumata aufs Neue. Um Auslöser von Flashbacks zu vermeiden, bleiben wir häufig von sozialem Leben fern. Das kennst du ja sicherlich sehr gut. Und das Verhalten an sich ist aber ein Trugschluss, weil wir die Angst viel mehr davor haben, dass wir erinnert werden und das Trauma aufs Neue erleben müssen, als die Angst davor, auf einen Auslöser von den Flashbacks in eine Gesellschaft zu treffen. Das heißt, dass ich mich selbst in eine Misere letztes Endes hineintreibe und werde von meinem eigenen Spinnennetz festgehalten. Stell dir jetzt eine Fliege vor, der sich ganz zufällig in ein Spinnennetz verheddert. Und wenn du aus diesem Netz heraus möchtest und du dich bewegst, dann durch diese Bewegung letztes Endes strampelst du dich immer mehr in dieses Netz und du bist immer mehr gefangen. Und irgendwann bist du eine wunderschön verpackte Mahlzeit für diese Spinne. Das heißt, dass der eigentliche Grund, warum ich Schwierigkeiten damit habe, vom Alkohol wegzukommen, ist zum Zweiten, dass ich das Bedürfnis, eben das Gefühl, Angst offen zu zeigen, unterdrücke. Und allein durch diese Angst bin ich schon angespannt und die Folgen dieser Angst sind bereits ähnlich wie in einem emotionalen Flashback. Und ich verspanne mich immer mehr und entscheide dann irgendwann auch, dass ich durch Alkohol sozusagen diese Anspannung in eine Entspannung transformiere. Solange ich nicht besser weiß, greife ich dann zu der Methode, was ich ja schon länger kenne, und ich weiß, dass es diese Anspannung sofort löscht oder auslöst. Die dritte Fehleinschätzung bzw. Irrtum in Bezug auf Sucht und auf Alkohol ist es, dass wenn ich mich gut und genug anstrenge, dann wird es schon klappen. Und vielleicht als Start die Frage, warum soll ich meine Angst nicht zeigen? Also warum muss ich mich hier eigentlich anstrengen, diese zu verstecken? In unserer Gesellschaft sind für einen Durchschnittsmenschen keine Gefühlsäußerungen erlaubt und angesagt. Das lernen wir von Kind auf. Und das tut man nicht, ob in der Familie oder in der Arbeit, am Arbeitsplatz oder in der Bank, egal, in der Stadt. Beim Einkaufen heißt es, dass man weder Wut noch Enttäuschung oder Weinen, aber auch überglücklich zu sein, sollte man nicht zeigen. Und genauso wenig Angst ist angesagt. Das heißt, dass also wir versuchen, diese zu unterdrücken und alleine damit klarzukommen. Wie läuft es dann ab? Nun, die ersten Folgen von Angst, das sind meistens physiologisch, nehmen wir wahr, aber nicht bewusst. Und wir wissen, dass wir plötzlich vielleicht schwitzen oder Herzklopfen haben oder eben erweiterte Pupillen sieht man. Genau. Darüber hinaus, und das ist ja eigentlich wesentlich, haben wir eine ganz starke Veränderung in unserer Selbstwahrnehmung. Und wir Traumatisierte haben in unserer Selbstwahrnehmung bereits ja schon durch die Traumatisierung eine Verzerrung. Über die physiologischen Folgen von Angst
passiert natürlich etwas ganz stark in unserer eigenen Selbstwahrnehmung. Und da Traumatisierte in ihrer Selbstwahrnehmung sowieso schon eine Verzerrung haben, sieht natürlich durch diese dreifache Angst, was wir uns selbst erzeugt haben, noch intensiver und noch krasser aus. Wir haben sozusagen schon bereits die Angst davor, überhaupt erinnert zu werden. Dann haben wir auch Angst davor, diese ungeheure Angstzustand während des Flashbacks aufs Neue zu erleben. Dann durch die Unterdrückung des Gefühls von Angst, damit man es uns nicht ansieht, ist ja dann die Anspannung auch noch größer und haben wir Sorge, dass andere uns das eben anmerken. Ja, und so befinden wir uns selbst als Fliege sozusagen in unserem eigenen Spinnennetz. Wir nehmen uns selbst total gehemmt wahr und das sind wir auch. Und wir selbst hemmen wir uns selbst. Und wir kriegen immer weniger mit, was im Umfeld passiert, was vor sich geht, wie die Menschen auf uns überhaupt reagieren. Und manchmal sogar auch immer weniger, wo wir eigentlich sind. Und wir sind in solchen Situationen total auf uns selbst fixiert. Zweifelsweise können wir nicht einmal mehr antworten, wenn uns jemand eine Frage stellt. Kennst du vielleicht auch. Und die Anspannung steigt allmählich fast in Unermessliche und wird unerträglich. Und jetzt wird uns langsam klar, dass der eigentliche Grund dafür, dass wir Schwierigkeiten haben, mit Alkohol oder anderen Suchen aufzuhören, ist es, dass die Folgen von unterdrückter Angst eben das Verlangen nach Alkohol nur noch verstärken. Na klar, weil die Anspannung ist noch mehr und mehr und mehr und irgendwann halten wir das nicht mehr durch. Und es ist ganz interessant, das ist, wir wissen das vielleicht intuitiv ganz genau, welche Mittel auf unser zentrales Nervensystem wirken, weil meistens greifen wir zu Alkohol oder eben Cannabis, also wird gekifft, oder eben verschiedene Benzodiazepinen, das sind ja starke Beruhigungsmittel und wissen wir ganz genau, dass sie wirken. Ja, die Tragik besteht nur darin, dass wir uns diese enorme Anspannung zwar sofort lösen können, aber das ist ja nur kurzfristig und die fragmentierte Traumaerinnerungen bleiben genauso bestehen wie davor. Gleichzeitig ist die Gefahr, dass wir süchtig werden, ganz, ganz hoch. Ja, und jetzt ist natürlich unsere Erkenntnis. Was hast du jetzt für dich erkannt?